Der Brunnen vor dem Rathaus. Reminiszenz an die römische Vergangenheit. 1576 wurde vor dem Rathaus ein erster Brunnen aufgestellt. Vor der Einrichtung einer modernen Trinkwasserversorgung dienten solche Brunnen der Versorgung der Bevölkerung mit frischem Wasser. Das Brunnenbecken war zunächst aus Eichenholz gefertigt. In der Mitte stand eine eichene Säule mit einer Schnitzfigur. Da das Material wenig haltbar war, ersetzte man das Brunnenbecken 1601 durch ein Steinbecken. In der Mitte erhebt sich eine bronzene Säule mit der Figur eines römischen Feldherrn. Allerdings ist die Figur bei weitem nicht so imposant wie die Augustusstatue auf dem Brunnen in Augsburg. Der Römer hält rechts und links je ein Wappenschild. Mit der Statue wird Bezug genommen auf die Gründung von Kempten als römisches Cambodonum. Der Brunnen entstand ungefähr zur gleichen Zeit wie der Augustusbrunnen in Augsburg. Auch die wasserspeienden Putti und Delfine weisen auf Parallelen hin. Das Original der 20 Zentner schweren Bronzesäule wurde bei Renovierungsarbeiten 1993 durch eine Kopie ersetzt. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.